Oh, heute haben wir einen richtigen Schatten. Und zwar nicht nur am Kopf, sondern auch durch die Lampe. Hey, listen! Hallo zusammen, willkommen zu dieser neuen Folge Hey, listen! Heute sind wir nur zu zweit, und zwar der Robert von der Kartoffelkopf. Richtig. Ja, Knallkopf wollte ich schon sagen. Knallkopf, manchmal. Das passt auch irgendwie, aber nee, er hat jetzt auch einen YouTube-Kanal, der Kartoffelkopf. Ohne der? Ja, nur Kartoffelkopf? Ja, nur Kartoffel. Verrückt. Auf jeden Fall, da gibt es Let's Plays zu sehen. Ich bin der Dom von meinem Kanal hier. Ja. Und wir sitzen heute hier zusammen, weil wir mal drüber sprechen wollten, sind Videospiele, also vor allem AAA-Produkte, muss man ja sagen, weil die Indies gehen ja noch, inzwischen zu lang geworden. Und da hat der Robert mich drauf gebracht und ich habe gesagt so, ja, eigentlich könnten wir das Spiel noch erweitern. Das Spiel. Wortwitz. Genau. Und zwar ist es vielleicht sogar so, dass nicht nur die Singleplayer zu lang werden, sondern auch die ganzen Multiplayer, die den Markt überschwemmen, sind die nicht auch ein bisschen schuld daran, dass eben das Ganze so droht, ein bisschen bergab zu gehen mit dem AAA-Markt? Das Problem finde ich einfach jetzt, man sieht es wieder dieses Jahr, beziehungsweise jetzt wird es. Jetzt geht's wieder. Mhm. Es ist halt Januar bis März. Da hat ein AAA-Titel nach dem anderen ins Gesicht geworfen bekommen. Ja. Wusste ich nicht, was zocken soll. Ich habe jetzt Horizon habe ich nicht gezockt, weil ich Zelda zocken wollte. Mhm. Liegt jetzt noch daheim, habe ich vielleicht zum Viertel durchgespielt. Mhm. Ja, da bist du schon weiter wie ich. Bei mir liegt es noch eingeschweißt hier. Ja, merkst du was? Ja. Zelda habe ich dann auch irgendwann gesagt, hey, jetzt ist mal gut. Und dann habe ich einfach durchgespielt, so hast du ja auch gemacht. Ja. Und ja, man sieht es auf meinem Kanal inzwischen, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich zocke lieber irgendwie ein Spiel, wo nicht so lange ist, aber trotzdem so viel Spaß bringt. Das Problem ist halt wirklich, wir hatten jetzt, also so die absoluten Top-Titel, die wir jetzt hatten, waren, wir hatten in relativ kurzen Abständen Nioh, Zelda, Resident Evil 7, Horizon. Dann hatten wir Horizon Zero Dawn, dann hatten wir Persona 5 jetzt. Dann hatten wir Nier Automata, dann For Honor ist ja auch sehr erfolgreich. Dann kam jetzt Mario Kart vor ein paar Tagen raus. Ja, das ist eher ein Casual-Titel, würde ich sagen. Das ist jetzt kein Titel, den ich 8 Stunden am Stück zocken könnte. Das, ja, klar, aber es ist halt eine riesige Masse an AAA-Titeln, der Mass Effect Andromeda. Oh ja. Du weißt gar nicht, also früher war es halt echt so, da habe ich halt fast alle AAA, oder beziehungsweise früher war es wirklich so, ich habe alle AAA-Titel, die ich spielen wollte, konnte ich auch spielen. Und jetzt ist so, da liegen so viele eingeschweißt hier rum und ich komme gar nicht hinterher, weil es ist halt einfach, du hattest vorher hattest ein Spiel, okay, 9 Stunden durchgespielt, dann nächstes, zack, und... Und jetzt sind sie halt alle solche 30 Stunden plus Klopfer, wo du halt dann vor allem, wenn du kein Schüler mehr bist, sondern halt Vollzeit arbeitest, es echt schwierig wird, da noch alles, was einen interessiert, wirklich durchspielen Richtig. Zu können. Aber ich glaube, selbst als Schüler wird es schwer. Ja, die Schüler heutzutage haben ja angeblich auch nicht mehr so viel Zeit, aber. Richtig. Ja. Mir geht es genauso wie dir. Ich habe zwar nicht so viele Titel daheim rumliegen. Du hast ja die starke Mediamarkt-Aktion genutzt, über die ich mich lustig gemacht habe. Die war echt gut, weil da habe ich nämlich nur 35 Euro pro brandneuen AAA-Titel gezahlt. Lach ihn aus. Voll gut. Für Spiele, die du jetzt nicht spielst, super. Doch, ich spiele sie noch, WhatsApp. Ja, ich weiß nicht. Horizon würde ich so gern weiterspielen, aber irgendwie habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Mich reizen AAA-Titel eigentlich nur zu dem Moment, wo er rauskommt irgendwie. Okay, ja, das ist bei mir zum Glück nicht ganz so. Ich denke, dass ich es noch spielen werde, aber dazu muss irgendwie mal eine Flaute kommen und die habe ich gerade irgendwie nicht. Mhm. Genau, und das ist, also es deutet sich an, dass jetzt so ein bisschen Flaute kommt. Wobei selbst jetzt in der Spiele Flaute kommt für mich interessant noch das Injustice 2. Wobei das natürlich vom Story-Modus wahrscheinlich wirklich so in 9 Stunden durchklopfen kannst.
durchklopfen, weil Sprüder spielt. Für mich kommt in 5 Tagen The Surge. Ja, da bin ich mal noch gespannt. Nee, also The Surge habe ich ja auch auf meinem Radar. Aber das wäre ja nochmal ein Spiel mehr. Und das ist bestimmt auch wieder eins, wo du halt mindestens 15 Stunden brauchst oder so. Schätze ich mal. Ja, aber es macht mich richtig an, das Game. Keine Ahnung. Ja. Da habe ich echt Bock drauf, weil mir Lost Fallen schon echt gut gefallen. Das habe ich auch, das habe ich immer noch auf meiner Festplatte rumliegen. Vom PlayStation Plus, oder? Genau, da gab es das mal. Ja. Richtig. Und habe es immer noch nicht gespielt, weil halt irgendwie die aktuellen Titel mich dann meistens mehr reizen. Ja. Und die Idee finde ich einfach cool bei Search, aber das ist jetzt nicht Thema. Genau. Was ich halt auch finde, dass die Spiele, bestes Beispiel, Dragon Age Inquisition. Es wurde ja so in die Länge gestreckt mit Sammel 20 davon und Sammel 10. Wenn ich sowas will, solche Quests, ja, dann spiele ich in einem MMORPG wie World of Warcraft oder so und nicht einen Singleplayer-Titel. Genau, also ich muss ja auch sagen, Dragon Age Inquisition ist bei mir wirklich so ein Wunderpunkt, weil ich ja vorher wirklich, ab Knights of the Old Republic habe ich eigentlich alle BioWare-Spiele gern gespielt. Und dann kam Dragon Age Inquisition. Ich habe sogar das verteufelte Dragon Age 2 habe ich gern gespielt, ja. Aber Dragon Age Inquisition, ich habe es nicht durchgespielt, weil ich auch nicht. Das Schlimme war ja nicht, dass es diese Quests gab, sondern dass sich das Spiel gezwungen hat, die auch zu machen, weil du ja immer diese Machtpunkte sammeln musstest, um in der Hauptstory überhaupt weiterkommen zu können. Und das hat mich dann irgendwann so angenervt, weil es halt wirklich so, die wurden ja null inszeniert. Richtig. Sondern du hast irgendwie einen Questmarker. Dum, 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 dum. Oh, da liegt ein Brief. Bla, 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 bla. Finde 3 so und so. Bla, bla, bla. Lauf da hin. Oh, 1 gefunden. Oh, noch 1 gefunden. Oh, 3. gefunden. Zack, Quest abgeschlossen. Und so. Echt jetzt? Kein NPC, der mir die Quest gibt. Kein. Oh, jetzt haben wir aber blablabla bla, bla geholfen vom Hauptcharakter, so gar nichts. Das war einfach nur stupides Rumlaufen, die 10. Gegnerhorde dann zwischendurch abmetzeln. Das, mein Kampfsystem war ja ganz cool, ja, aber das, irgendwann hat es mich so angenervt, dass das so null inszeniert wurde. Wenn ich grinden will, dann spiele ich WoW oder Guild Wars oder wie sie alle heißen. Ja, aber das Schlimme war ja, du hast ja. Die hauptsächliche Belohnung waren die Machtpunkte, weil die Experience Points und so, die du für diese Sammeldinger gekriegt hast, die waren ja zum Vernachlässigen. Und deswegen hat sich's auch noch so. Also es hat sich halt nicht angefühlt, als ob ich dafür belohnt werde, sondern es war einfach nur Fleißarbeit. Aber ich muss mir jetzt eingestehen, das einzige Spiel, wo ich wirklich fast alle Quests mache, war The Witcher 3. Aber die waren halt auch echt alle geil inszeniert. Mhm. Ja, und das ist nämlich der Punkt, wo ich jetzt nämlich überschwenken will. Wir haben das jetzt so verteufelt, dass die Spiele so lang sind. Aber ist es wirklich per se schlecht? Oder schlecht ist es nicht. Oder ist es gut, wenn die Spiele halt über die lange Laufzeit halt auch dir richtig Spiel bieten? Ich finde es nicht schlecht und ich muss jetzt eins sagen, was wir jetzt auch noch einwerfen können. Ja. Was ich keine schlechte Idee fand, zum Beispiel Hitman. Ich liebe Hitman, dass sie das diesmal als Episoden rausgebracht haben. Mhm. Und ich finde die Idee, viele verteufeln sie, ich finde die nicht schlecht, wenn man sie so umsetzen will, dass man sagt, hey, du kaufst für 60 Euro das Spiel und kriegst jeden Monat eine Episode. Mhm. Das wäre mir lieber, wie das ganze Spiel hingeklatscht zu bekommen. Weil ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, wenn ich ein Spiel 2 Tage lang 8 Stunden spiele, dann kann es sein, ich habe keinen Bock mehr drauf. Wenn ich aber eine Episode habe, die ich jetzt, sagen wir mal, nach 10 Stunden durch habe, dann kann ich kurz was anderes zocken und nach einem Monat kommt wieder die nächste Episode, dann habe ich da auch wieder Bock drauf. Also ich finde die Art von Release gar nicht so schlecht. Ja, also ich tue mich mit dem echt noch ein bisschen schwer, weil du kaufst ja ein bisschen die Katze im Sack. Es war jetzt Glück, dass bei Hitman die Episoden halt das Niveau halten konnten. Ja. Aber letztendlich, du kannst ja dann noch nichts auf die Testberichte geben, weil du zahlst schon den vollen Preis praktisch, also wie ein Season Pass ja auch, ne? Da weißt du ja auch noch nicht, was du dafür kriegst. Und kann sein, die erste Episode kriegt Mods die Mörderwertungen und du kaufst dann für 60 Euro das Komplette. Und aber alle nachfolgenden Episoden sind halt Schrott. Das kann da halt bei sowas passieren.
Und wenn ich halt ein komplettes Spiel zum Vollpreis kaufe... Dann das ganze Spiel schrottig. Ja, aber das wird ja dann schon bewertet, ne? Also da kann ich dann schon was auf die Wertungen geben. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen zwiegespalten. Das mag sein. Ja, das ist halt Meinungssache, ne? Also das ist Geschmackssache. Ich finde es nicht schlecht. Hm. Mit jedem Spiel kann man das natürlich nicht machen. Das kann ich nicht mit einem Mass Effect oder sowas machen. Wieso? Planet 1 Planet 2 kommt dann 3 Monate später. Drei Monate ist ein bisschen krass. Ja. Ja, guck doch an, wie es teilweise bei, wie heißen sie, die Walking Dead und so machen. Da. Telltale? Genau, danke. Telltale, die brauchen ja teilweise inzwischen, weil sie sich so übernommen haben, auch recht lange. Aber das sind echt geile Spiele, ne? Ich habe noch nie eins gespielt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Das einzige Telltale, das ich noch kenne, war das Back to the Future. Und das war ja noch nicht das Telltale, wie man es heute kennt. Aber dann kannst du... Ja, nee, du hast keine Zeit zum Zocken. Zum Desktoppen. Gerade The Galaxy soll, glaube ich, nicht so schlecht sein. Echt? Ist jetzt rausgekommen? Ich habe Day of the Tentacle durchgezockt. Wobei... da kann man es ja eher wie eine Serie sehen bei Telltale. Ja, klar. Ich will schon wissen, wie geht's weiter, weil die spielen ja nicht die Serie nach, sondern immer so Zwischengeschichten. Ja. Da geht es gut. Und bei Hitman ging es auch, weil du halt immer in einer anderen Stadt bist. Aber ich glaube, so ein Spiel, wo eine fortlaufende Story wirklich hat, Ja, ich glaube, da würde es mich schon nerven. Klar, bei Hitman, da war es ja wirklich die so abgeschlossene Kapitel, also ein Mordauftrag für sich jeweils, ne? Und die Entwickler haben es ja mit Absicht so gemacht, dass du halt möglichst viel Zeit investierst, immer wieder den Auftrag anders zu lösen, was weiß ich. Weil wenn du halt alles direkt machen kannst, dann können sie sagen, du zockst durch nach, was wäre das gewesen, sagen wir 8 Stunden und fertig. Das kann schon sein, ja. Gut, klar, du konntest dich dann natürlich, oder musstest dich notgedrungen an der einen Mission dann öfters mal versuchen. Und ja, klar. Das probiere ich mal so, das probiere ich mal so, klar. Wahrscheinlich hättest du das dann weniger gemacht, wenn du das im Komplettpaket gekriegt hättest. Aber, jetzt geht die PlayStation an. Wollte gerade sagen, wahrscheinlich hört ihr das. Meine PlayStation zieht sich, glaube ich, gerade ein Update. aber kommen wir nochmal auf die Spiellänge. Weil letztendlich sind mir Spieler ja selber schuld, dass dieser Trend eingesetzt hat. Und ich muss sagen, ich war früher auch einer von den Spielern, die diesen Trend in Gang gesetzt haben. Ich auch. Weil gerade so zur Endzeit von der PlayStation 2 und Anfangszeit von dann der PlayStation 3 und Xbox 360 und so, da habe ich dann wirklich noch geguckt, so, da hat man noch nicht so viel Geld verdient, natürlich so, jetzt zahle ich hier 60 Euro für ein Spiel, da möchte ich dann aber nicht nach 5 Stunden schon durch sein. Und hab dann halt vermehrt zu Rollenspielen gegriffen damals, weil ich da halt dann 30 Stunden für meine 60 Euro gekriegt habe, statt 8 Stunden Shooter oder sowas. Und guck, was aus dir geworden ist. Ja, und guck, was aus mir geworden ist, genau. Und das ist halt sowas, das haben ja durchaus mehrere gemacht. Oder gerade bei so Kampagnen hat es oft dann Kritik gehagelt, wenn die zu kurz waren und solche Sachen. Wo ich jetzt inzwischen heute wiederum sage, also eine 8-Stunden-Kampagne, die keine Längen hat, und richtig geil inszeniert ist. Ja, ist mir manchmal inzwischen lieber als so ein 20-Stunden-Ding, wo du halt dann aber so viel Fülllevel hast, wo du dich dann durchquälen musst. Und, aber wie gesagt, ich bin halt auch selber ein bisschen mit Schuld gewesen. Also natürlich nicht alleine, aber die Spieler haben halt früher oft so gehandelt und das hat den Trend so ein bisschen in Gang gesetzt. Und was ich auch sagen muss, das kam jetzt auch, also seit einem Jahr oder so, ich habe gar keinen Bock mehr auf Open-World-Titel. Ja, weil halt alles Open-World ist. Richtig, und ich verliere mich da drin immer so schnell. Das kann kommt gut auf sein, die Open-World an. Kann schlecht sein, aber mir vergeht da immer ziemlich schnell die Lust. So war es bei Zelda halt, irgendwie muss ich irgendwie nicht mehr, was mache ich jetzt eigentlich gerade? Wie viele Stunden hast du gespielt? Wo ist der Sinn meines Lebens? Wie viele Stunden hast du gespielt? Oh. 21 oder so waren es. Dann hast du ja nicht so schnell die Lust verloren. Das nicht, aber trotzdem. Gut, andere stecken da 100 Stunden rein, klar, aber
Ja gut, es gibt ja die Kranken, die dann wirklich alle Crocs suchen, ja, und die sind dann wirklich. Und dann den Kackhaufen als Belohnung kriegen. Spoiler, ja, recht so. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Zelda ist, finde ich, eins der besten Beispiele für eine gute Open World. Ja. Weil du kannst das Spiel, es ist völlig dir überlassen, wie lang das Spiel für dich ist. Du kannst ja im Prinzip, nachdem du das Stadtgebiet verlassen hast, kannst du direkt zu Ganon laufen und den besiegen. Wenn du schaffst. Klar, wenn du es schaffst. Aber du bist nicht gezwungen, irgendeine von den anderen Sachen zu machen. Und deswegen fand ich das bei Zelda auch nicht so schlimm, dass es da so viel Content gibt, weil ich einfach für mich selbst bestimmen konnte, ohne irgendwie einen Nachteil spürbar zu haben, wie lang das Spiel geht. Deswegen, ich habe jetzt, glaube ich, 62 von den 120 Tempeln, Schreien, habe ich gemacht oder so. Und dann habe ich mir gedacht, so, ah ja, jetzt spüre ich langsam so ein bisschen Ermüdungserscheinungen und dann habe ich es durchgespielt und für mich heiße Anwärter auf Spiel des Jahres. Gucken wir mal, was noch kommt. Gucken wir, natürlich. Ich meine, wie gesagt, ich habe hier eben noch nicht gespielt, Stapel, einiges liegen. Ich glaube, meine ist noch nicht dabei. Und aber deswegen fand ich das bei Zelda halt cool. Im Gegensatz zu, wie gesagt, Dragon Age Inquisition, das mich immer wieder gezwungen hat, irgendwelchen dummen Sammelkram zu machen. Und dann musste ich es halt machen. Und dann hat es sich halt wie Arbeit angefühlt. Bei Zelda so, oh, da ist was Interessantes, da, la, 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 oh, ein Rätsel. Ein Schreien und dann wieder ein Rätsel. Ja, aber so muss eine Open World gestaltet sein. Ja, genau. Und dann finde ich es aber auch nicht schlimm. Und das fand ich früher bei Bethesda auch viel besser, zum Beispiel Skyrim. Du wirst ja nicht gezwungen, die Diebesgilde zu machen oder die Hauptquest oder die Kriegergilde oder nö, whatever. Du findest an jeder scheiß Ecke eine Höhle, Monster, Loot, alles, wo du drauf Bock hast. Ja. Du musst wirklich freie Kunden kommen. Also Skyrim ist wirklich auch echt gutes Beispiel. Ich habe 100 Stunden in Skyrim gesteckt. Oh, ich habe viel mehr. Und habe aber die Hauptquest vielleicht bis zur Hälfte gespielt oder so. Aber die ist echt gut. Also ich war irgendwann war ich bei der Diebesgilde und wurde gezwungen zu schleichen und dann hat es mich verlassen, weil wer mich schon ein bisschen länger guckt, der weiß, dass ich Schleichspiele nicht gerade vergöttere, sondern auch richtig schlecht bin da. Sind wir doch mal ehrlich, wie war Skyrim? Oh, ich mache mir diesmal einen richtig starken zweihändigen Krieger. 5 Stunden später, ich habe schon wieder einen Bogen in der Hand. Echt? Ich habe tatsächlich mit Schwert gekämpft. Echt? Ja, ja. Nee, ich immer Bogenschütze. Schwert und irgendwann bin ich dann so ein bisschen Richtung Magie noch abgedriftet. Aber das sind halt Spiele, da versenke ich gern viel Zeit drin, aber wenn ich halt gezwungen werde, lang zu spielen, dann macht es einfach keinen Bock. Ja, vor allem halt, also das Schlimme ist halt immer, wenn du für dich entscheidest, so, mich interessiert eigentlich primär die Hauptstory und du kannst aber nicht die Hauptstory an sich einfach spielen, ohne den Füllkram mitzunehmen. Richtig. Dann wird's halt blöd. Klar, bei alten JRPGs war es ja früher auch so. Da musstest du grinden, aber das war auch noch eine andere Zeit. Richtig. Hallo PlayStation, wahrscheinlich habt ihr es wieder gehört. Aber dafür habe ich halt eine geile Cine-Story meistens bekommen. Klar. Und zumal, da war es halt auch so, dass das Grinden tatsächlich einen spürbaren Fortschritt gebracht hat. Du hast ja dann damals bei den alten JRPGs neue Zauber freigeschalten, wurdest immer stärker und bla 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 bla. Und das ist halt bei den modernen Open-World-Spielen oftmals nicht so. Und auch die Crafting-Systeme, die es teilweise gibt, wirken oft ein bisschen aufgesetzt. Ja, durchaus. Bin ich kein Craft, also ich mag Crafting gar nicht so bei Spielen. Ja. Bei Skyrim war es okay, ja, aber mittlerweile, das muss irgendwie immer ausgefallener und komplizierter werden. Und vor allem, wenn ich schon lese, nochmal 10-mal größer als der Vorgänger. Und ich so, oh Gott, ich habe mich im Vorgänger schon ständig verlaufen. Ja, warum muss es jetzt nochmal 10-mal größer sein, wenn davon sowieso 90% nur Wüste ist? Ja. Deswegen, ich
Ich verstehe auch manchmal nicht dieses Verteufeln von Schlauchleveln, ja. Weil ich finde, auch ein Schlauchlevel, wenn die Story gut ist und es gut präsentiert ist, kann richtig cool sein. Zum Beispiel The Last of Us, eins von meinen Lieblingsspielen aus der letzten Konsolengeneration. Gut, das ist Paradebeispiel. War natürlich im Prinzip gibt kein immer nur ein breiter Schlauch. Ne? Ja. Und sowas kann einfach auch richtig gut sein. Tomb Raider eigentlich genauso. Und das habe ich leider noch nicht durchgespielt, aber ja, genau. Das hat ja auch dann so kleine größere Areale, dann kleine größere, also so größere Areale, aber im Prinzip ist es auch eher linear aufgebaut. Mir wäre es halt wirklich, wie du sagst, also ich finde Schlauchlevel gut, aber ich hätte dann halt gerne Möglichkeiten, wie ich sie lösen kann. Kriegerisch, schleichen. Oder vielleicht irgendwie gar nicht töten. Ja, ja. Habe ich heute übrigens gelesen, es gibt bei Dishonored 1 einen Erfolg, bei dem du nicht töten darfst. Keinen einzigen Charakter. Ja. Das ist krass. Das ist krass, aber das wäre nichts für mich. Für mich auch nicht. Ich bräuchte eher den Erfolg, töte jeden Charakter, der dir über den Weg läuft. Da wäre ich besser wahrscheinlich. Ja. Genau. Was auch noch ein gutes Beispiel ist, finde ich, was ich jetzt... Tatsächlich eins von den neuen Spielen, das ich jetzt durchgespielt habe, Nier Automata, das zwar auch eine offene Welt hat im Prinzip, aber viel, viel, viel kompakter wie die meisten anderen Open-World-Games. Also ich würde es eigentlich auch gar nicht als Open-World in dem Sinne bezeichnen, weil es im Vergleich zu den anderen viel kompakter ist. Also das, was ich gesehen habe, ist ja, ja eigentlich keine. Genau. Und noch dazu ist es halt wirklich so, dass du dich komplett auf die Hauptstory konzentrieren kannst, wenn du willst. Aber ich habe bis auf eine Nebenquest, weil da musste man so ein Wettrennen gegen einen blöden Roboter gewinnen und das hat mich genervt, bis auf diese eine Nebenquest habe ich wirklich alle gemacht, weil jede Nebenquest tatsächlich eine Geschichte erzählt hat. So wie bei Witcher. Halt. So wie bei The Witcher. Also vielleicht nicht ganz so krass inszeniert, ja, okay. Weil The Witcher technisch halt nochmal deutlich stärker ist als Nier Automata. Aber da hat es tatsächlich Spaß gemacht und ich wollte alles von dem Spiel sehen. Und ich habe jetzt für das Spiel ungefähr auch, was hatte ich am Ende, glaube 58 Stunden auf der Uhr oder so. Und das ohne, dass es mir langweilig wurde. Das heißt, in dem Fall hat es mich wieder gar nicht gestört, dass das Spiel lang ist. Das heißt, wenn du ein Spiel mit dem richtigen Content füllen kannst, dann ist gut. Dann ist es gut. Das heißt, das Problem ist eigentlich nicht die Länge, sondern der Content. Und da bin ich mal auf Horizon zum Beispiel gespannt. Weil das habe ich jetzt noch nicht gespielt. Und das soll ja auch ein bisschen länger sein, das Spiel. Ja, aber ich muss sagen, so das, was ich bisher gespielt habe, habe ich noch keine Grinding Quest gehabt. Okay, das ist schon mal gut. Also nicht so, dass es wirklich stumpf ist, so von wegen töte vier davon, sondern heißt halt, die töte haben fünf davon. Die haben so komische Öltanke, alles klar. Öltanks auf dem Rücken, da muss ich die Tanks zerstören oder sowas, aber halt gut erzählt. Okay. Und nicht irgendwie so stumpf, ja, macht es halt. Was ich halt immer mag, nicht an. Die Quests sind so dumm, du besiegst gerade den heiligen Drachen Osmodo oder whatever und 5 Minuten später, kannst du mir mal hier 5 Blumen pflücken, ich schaff das nicht alleine. Naja. Alter, Final Fantasy warum 15. soll ich dir helfen? Final Fantasy 15, du bist der Prinz von dem verfickten Königreich, ja, genau. Und die schicken dich Frösche sammeln. Ja? Wobei ich sagen muss, ich habe ja extrem viel Zeit mit Final Fantasy 15 verbracht. Und jetzt und das noch, bevor jetzt die ganzen Patches kamen. Das heißt, ich habe es in der Originalversion noch gespielt. Und selbst da hat es irgendwie geschafft, mich zu unterhalten. Ne? Was haben die jetzt verändert? Es gibt jetzt die Gladiolus-Episode. Ja, dann haben sie Zwischensequenzen noch mehr eingefügt. Und lauter so Zeug. Das Problem ist, ich habe es halt jetzt schon durchgespielt. Und es liegt noch so viel anderer Kram da, das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen können, um mir das anzugucken. Ja, schade, dass sie es nicht gleich so rausgebracht haben. Und früher gab es ja viele Schlauchlevel-Spiele. Klar. Crash. Crash, genau. Mario. Das war,
Spyro und wie sie alle heißen. Durch und durch alles Schlauchlevel eigentlich. Ah, Mario widerspreche ich jetzt so ein bisschen, da kommt es auf den Teil an. Mario 64 war ja kein Schlauch. Ja, okay. Da hattest du ja kleine Open Worlds auch immer. Ratchet & Clank. Das war zum Beispiel. Ja. Und das waren gute Spiele, sehr gute Spiele sogar. Genau. Und was natürlich so ein Problem ist, viele AAA-Hersteller beschweren sich ja, dass die Produktion so teuer wird inzwischen für ein AAA-Spiel und die Absatzzahlen halt einfach oftmals nicht mehr den Erwartungen entsprechen. Und da ist natürlich die Spiellänge schon auch mit ein Grund dafür, finde ich. Ja, klar. Weil, so wie ich gesagt habe, also wenn jetzt die Aktion da nicht gewesen wäre bei dem Elektronikpark in meiner Nähe, dann hätte ich mir wahrscheinlich die Spiele teilweise noch nicht geholt. Und wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau, weil du bist einfach so lange beschäftigt und das ist eben das zweite Thema, deswegen wollte ich das hier mit reinnehmen, die Multiplayer. Es gibt so viele AAA-Multiplayer-Spiele inzwischen auch oder selbst bei eigentlich Singleplayer-Spielen pappen sie den Multiplayer mit dran und das Problem ist ja, also ich arbeite Vollzeit, das heißt, ich habe dann abends ein paar Stunden nur Zeit. Richtig. Und da konkurrieren natürlich dann die Spiele gegeneinander. Wenn jetzt dann halt ein Battlefield 1 da liegt und ein Titanfall 2 und ein Street Fighter 5 und ein For Honor und vielleicht ein Ghost Recon oder was auch immer, ja. Nimm mich! Genau, oder ein Mario Kart und du kannst halt dann nur eins spielen. Genau. Und es gibt halt viele, okay, ich habe jetzt einige davon tatsächlich hier liegen. Das heißt, der Entwickler hat schon Geld gesehen von mir. Aber letztendlich ist ja so, manche, die spielen dann, die kaufen sich Battlefield 1 und spielen dann, bis der Nachfolger kommt, nichts anderes. Ja, die Hardcore-Fans. So, genau. Und das sind halt auch so Sachen, das gab es halt früher selten. Klar, es gab schon immer welche, die halt FIFA gekauft haben und dann das gespielt haben, bis das dann das nächste Jahr das Update kam. Aber letztendlich war es doch früher oft so, du hast halt ein Spiel durchgespielt und dann hast du dir das nächste gekauft und dann hast du das durchgespielt und dann hast du das nächste. Und das geht durch diese ganzen Multiplayer-Dinger bei manchen Spielern natürlich auch verloren. Ja, klar. Weil, also ich merke es jetzt selber, ich spiele jetzt schon verdammt lang For Honor, obwohl es mich manchmal tierisch aufregt, aber irgendwie kann ich nicht loslassen. Und ich merke halt dann, klar, wenn ich For Honor spiele, dann bleibt halt Nioh und Horizon und Last Guardian und Persona 5 und Resident Evil 7 und Tomb Raider und was ich noch alles darum liegen habe, das bleibt halt dann liegen. Ja, klar. Du musst dir einfach mal vorstellen, es gibt Kinder, die haben noch nichts anderes gespielt außer Minecraft. Die jetzt 17 oder 16 sind. Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Minecraft ist so ein Spiel, da verstehe ich bis heute die Faszination nicht. Also ich auch nicht. Irgendwo brauche ich ein Ziel. Gut, mittlerweile spielt kaum noch einer Minecraft normal. Die spielen ja alle die so Minispiele oder naja. Sowas. Aber egal. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was dieses Jahr noch kommt, Open World-mäßig. Vielleicht eventuell Red Dead Redemption 2. Gut, das könnte natürlich wieder eine Open World sein, die mich wieder reizt. Weil, Rockstar halt. Ja, weil, also sagen wir es mal so, Red Dead Redemption ist halt eins der besten Spiele aller Zeiten, ja. Wenn du mich fragst. Und GTA 5 hat schon eindrucksvoll gezeigt, dass Rockstar halt immer noch Open World am besten kann. Ja, schon immer. Und die inszenieren es immer gut. Genau, und deswegen, ich freue mich echt auf Red Dead Redemption 2, weil da halt mit den jetzigen Möglichkeiten bin ich mal gespannt, wie sie die Open World füllen wieder. Ich hab heute Morgen einen Speedrun angeguckt von GTA 5. Okay. Und der ist gefailt bei Minute. Drei. Bei einer Stunde 58 oder okay. So.
weil ein Zufallsevent aufkam, das bei 100, bei einem von 100 Fällen auftritt, dass ein Flugzeug einfach so auf der abstürzt. Das ist halt GTA. Und dadurch, zwei Mitmacher tot, das hat zwei eine Minute in Anspruch gebracht. Ja. Vorbei. Ja. Das war cool. Ja. Aber GTA, da war die Story eigentlich 20 Stunden, glaube ich, waren es, oder? So rum, also ich weiß gar nicht mehr genau. Und 20 aber Stunden finde ich noch okay. Ja. 20 Stunden ist realistisch, aber so 40 Stunden, 50, 60 Stunden. Naja, sagen wir mal so, wenn es halt 50 Stunden spannende Storys sind, richtig, dann lasse ich mir es halt auch gefallen. Ja. Aber das ist es nicht so oft. Ja. Also ich überlege gerade so, die alten Mass Effect Teile, die waren immer so um die 20 bis 30 Stunden. Und das reicht auch. Und das aber halt wirklich durchgehend spannend. Und da war es halt dann so, dass du dann am Ende dort sitzt und denkst so, oh fuck ey, ich hätte jetzt gerne noch weitergespielt. Und das ist halt besser, wie wenn dann denkst so, ah, Gott sei Dank ist jetzt vorbei. So. Wir könnten das Video, wenn Videospiele zur Qual werden, nennen. Wenn Videospiele zur Qual werden, ne? Ja. Wobei ich da inzwischen auch so eiskalt bin und es dann tatsächlich nicht mehr spiele. Genau. Was ich früher eigentlich, da wollte ich halt, ja. Gott froh war, dass wirklich Zelda aufhören konnte, wann du wolltest, sonst hätte ich hätte es jetzt nicht fertig gespielt. Ja gut, wenn du alle Schreine hättest machen müssen oder so, das wäre auch für mich hart gewesen, ja. Alle Crocs noch sammeln, weil du nur mit dem magischen Scheißhaufen Ganondorf besiegen kannst. Nee, da bin ich gebrandmarkt durch Ocarina of Time, weil damals habe ich die 100 Skulltulas gesammelt. Wo man glaubt, für die, wenn der alle gesammelt hat, das heißt 200 Rubine gekriegt oder irgend so ein Käse. Nein, was? Nicht euer Ernst? Aber jetzt finde ich es viel cooler. Ey, cool, du hast alle 1000 Crocs gefunden. Ich hab gar keine Hand. Ja. Was war das nochmal? Scary Movie war das? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich hab gar keine Hand. Genau. Deswegen ist halt die Frage, geht der Trend jetzt so weiter? Also müssen AAA-Spiele tatsächlich so lang sein? Verkauft sich ein AAA-Spiel nicht, wenn es nur 10 Stunden geht? Die Leute beschweren sich halt drüber, das ist das Problem. Wenn du schon liest, das Spiel, Spielzeit ca. 10 Stunden, dann kommt, oh, 10 Stunden, das ist ja gar nichts. Ja. Das, wenn die Qualität stimmt, dann ist mir die Spielzeit nicht egal, aber nicht so wichtig. Mhm. Was natürlich eine Frechheit ist, wenn du ein Spiel von 3 Stunden für 60 Euro verkaufst. Oder. Ja, das ist natürlich das ist frech. Das ist wirklich heftig. Was mir aber damals auch ein bisschen die Augen geöffnet hat, war tatsächlich Journey. Hast du das gespielt? Nee. Weil das ist ja auch, das spielst du in 3 Stunden durch. Das war aber wirklich so ein cooles Spiel, dass ich mir gedacht habe, so, ey, ja, Journey hat eigentlich recht, es muss nicht immer 30 Stunden sein. Vor allem, wie gesagt, jetzt, wo halt sowieso nicht mehr ganz so viel Zeit ist, wie früher als Schüler, wenn ich da überlege, ey, ich habe Final Fantasy VII habe ich 3-mal durchgespielt und jedes Mal 120 Stunden drauf gehabt auf der Uhr oder so, ja. Und das könnte ich heute gar nicht mehr. Weil dann immer so, oh, da ist ja das noch interessant. Und oh, da ist das noch interessant. Du wirst lachen. Das, von der Spielzeit her, das längste Spiel, das ich gerade auf meiner Playstation habe, ist The Binding of Isaac. Kennst du das? Der Name sagt mir was. Das ist ein Roguelike. Und wir haben schon drüber geredet, Roguelikes. Du hast immer wieder einen anderen Level und findest immer wieder andere Items. Ich liebe die Spiele einfach. Man sieht es auf meinem Kanal. Ich habe da, glaube ich, 250 Stunden schon drin verbracht, ne? Echt? Weil du immer wieder was Neues hast. Das bietet eigentlich so, in Anführungszeichen, nichts Weltbewegendes. Hm. Aber die Idee ist halt geil. Tja. Hm. Ja, mich packen die irgendwie nicht so richtig bisher. Was ich, wie gesagt, jetzt schon lange spiele, ist For Honor. Weil da tatsächlich das Kampfsystem irgendwie so gut funktioniert, dass du tatsächlich dieses 1 gegen 1
vor allem wenn du zwei auf einigermaßen gleichen Level hast, echt spannend ist und das mir auch nach all den Stunden noch nicht langweilig geworden ist. Und er ist richtig gut geworden. Ja, also vergesst das Video auf meinem Kanal, inzwischen kann ich es ein bisschen besser. Ich habe auch schon überlegt, nochmal eins zu machen, weil das letzte Video... Gaming good. Ja, ja, das war halt wirklich Gaming bad. Ja, vielleicht mache ich nochmal eins. Aber man wird immer besser, ne? Nö, bei Battlefield 1 bin ich nicht besser geworden. Da war ich am Anfang ein Kacknoob, der nicht getroffen hat, und am Ende war ich immer noch ein Kacknoob, der nicht getroffen hat. Aber ich habe die Missionsziele. Genau. Genau, aber ich habe die Missionsziele erfüllt. Dann war ich ein Kacknoob, der Flaggen eingesammelt hat. Ja, genau. Da war ich dann der große King. Wohingegen ich dann bei Titanfall 2 tatsächlich auch ganz gut war. Ja, und das, obwohl ich früher eigentlich nie Multiplayer gespielt habe, also Online-Multiplayer. Und inzwischen spiele ich es auch für mich überraschend viel. Gerade eben, weil die Singleplayer mit diesen MMO-Füllinhalten mich teilweise nicht mehr so fesseln. Nämlich auch nicht. Und deswegen treibt es mich auch so, also die Singleplayer haben mich so ein bisschen verscheucht in Richtung Multiplayer. Wohingegen jetzt, wie gesagt, Nier Automata, das wieder so gut gemacht hat, da habe ich wirklich, solange ich das gespielt habe, habe ich keinen For Honor angefasst. Erst als ich dann wieder durch war. Ja, da bin ich echt mal gespannt zum Thema kurze Spiele mit The Journey. Ich finde, ich habe es jetzt zwar, ich glaube, 25 Minuten gespielt oder so, Little Nightmares. Kam ja jetzt vor 2 Tagen raus. Geht, glaube ich, nur 2,5 Stunden oder so. Aber ich finde die Stimmung so genial irgendwie. Ich weiß nicht, ob du weißt, um was es geht. Ich weiß auch noch nicht so viel, weil die Story verrät noch nicht so viel. Du bist irgendwie wirklich ein kleines, hilfloses Mädchen, wo von irgendeinem Ort entkommen muss. Mehr weiß ich nicht. Ach, das ist das. Ja, habe ich mal was drüber gehört. Die Stimmung ist so drückend einfach. Wirklich genial gemacht, muss ich sagen. Und das Spiel geht, glaube ich, nur 2 Stunden, wenn ich es recht weiß. Okay, und hast du noch nicht durch? Nee. Was hast du denn da die ganze Zeit gemacht? Ich habe das nicht gewusst und dann habe ich durchgelesen, wie lange es braucht, 2 Stunden. Und ich werde es auch noch durchspielen, vielleicht heute Nacht. Ja. Ja, was ist denn jetzt dann so, wollen wir eigentlich so lange Spiele oder wollen wir es nicht? Willst du lange Spiele oder willst du es nicht? Für mich ist eigentlich 20 Stunden so der Cut. Da geht bei mir auch gar nicht mehr so viel dann. Dann geht mir auch die Lust an, bei Zelda war das gleiche, wirklich so ab 20 Stunden war es eigentlich nur noch ein Act weiter zu spielen. Und ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe rumgerätselt, ohne Komplettlösung, die Heldenprüfung zum Beispiel. Und da sind ja manche wirklich bockschwer, dass du da drauf kommst. Das hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber irgendwann war einfach, dass die Luftballon wegfliegen, die Luft raus war. Ja. Ich finde, was bei Zelda dann wiederum, also super Open World, ja, aber es gibt halt, ja, viel zu entdecken in der Open World, aber es gibt halt, die Story ist halt relativ kurz eigentlich. Wenn du wirklich nur die Hauptstory machen würdest, die wär kurz, dann ist sie relativ kurz. Aber ich finde auch die Quests nicht so krass inszeniert. Bei Zelda? Ja. Nee, aber die Titanen und so waren schon cool. Ich meine die Nebenquests. Die Nebenquests, ja, genau. Das war so ein bisschen das Problem. Deswegen, bei den Nebenquests habe ich tatsächlich nicht so viele gemacht, sondern ich habe halt die Schreine gesucht, weil mich die Rätsel motiviert haben. Die waren cool, ja. Ja. Und wiederum, also ich komme jetzt wieder zu Nier Automata. Wie gesagt, da habe ich halt über 50 Stunden auf der Uhr. Und da war es halt wirklich so, dass über die Zeit halt auch wirklich viel Story transportiert wurde. Und wenn es halt diese Sidequest-Stories waren. Und deswegen hat es mich da auch nicht gestört, dass es dann so lang ging. Aber das ist doch das, was ich eigentlich, das, was du willst. So wie bei Mass Effect, wie ihr das hattet. Du willst wirklich in die Welt eintauchen können, die Lore verstehen. Und wenn die das schaffen, noch mit den Sidequests, so wie bei The Witcher, dann haben sie es geschafft. Und ich finde halt, Witcher ist wirklich... Es ist eh gerade im Moment mein Top-Spiel, was es überhaupt gab in der letzten Zeit. Das habe ich ja nicht gespielt. Da hat ja wirklich jede scheiß kleine Mini-Quest dir irgendeine Geschichte erzählt. Da gab es nicht töte 3 Werwölfe und was weiß ich, oder pflück 5 Gänseblümchen, weil ich keine Hände habe oder sowas. Ja. So, und jetzt
nenne ich dir ein Spiel, und das hat fast gar keine Story und die Leute stecken trotzdem Stunden rein. Die Dark Souls Serie. Gut, da würde ich einfach sagen, das hat die Story, das hat schon eine Story, aber halt keine lineare Story. Du musst dir das alles zusammensuchen irgendwie so. Ja, aber das ist aber auch nicht das, wofür die Leute das Spiel spielen. Nee, ja, das und das ist halt nämlich das andere, wenn das Gameplay an sich halt so motiviert. Richtig. Dann kann ein Spiel schon auch lang sein. Und bei Witcher hat mich halt alles motiviert. Story, Gameplay, Skillsystem. Also, ich habe ja den Dreier nicht gespielt. Ich habe den Zweier angefangen und bei der, glaub, knapp vor der Hälfte abgebrochen. Weil irgendwie hat mich Witcher 2 hat mich nicht gepackt. Ich kann dir nicht genau sagen. Aber 3 ist halt nochmal ganz anders. Ja. Irgendwann. So. Ja, toll, aber das hat ja auch... In 15 Jahren, wenn alles Remake rauskommt. Content für über 100 Stunden. Ja, oder so. Locker. Oh, Gottes Willen. Aber richtig geile DLCs. Es gab letzter Zeit keine so geile DLCs wie da. Wirklich nicht. Wenn ich da sehe, was Final Fantasy mit Episode Gladiolus macht, wo eine Stunde vielleicht geht, das ist halt ein Witz dagegen. Ja, ja. Blood and Wine oder hier Heart of Stone. Du brauchst nochmal fast 20 Stunden, bis du das durch hast. Aber wieder lauter geile Quests halt drin. Ja. Oh, und bei der Gelegenheit, schämt euch Capcom, es gibt wieder für 6 Euro neue Kostüme für Street Fighter, habe ich gesehen. Für 6 Euro! Und ich habe den Season Pass gekauft. Und jetzt holt ihr nochmal für jedes Kostüm 6 Euro von mir. Pfui! So. Jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht, das hat mich jetzt schockiert. Ja. Ja, ich habe es heute tatsächlich mal wieder angeworfen, nämlich. Weil ich dachte so, immer vor Honor, jetzt gucken wir mal wieder in Street Fighter rein. Und dann sehe ich da neue Kostüme. Kannst du nicht mit Fight Money natürlich wieder kaufen, sondern für die Capcom Pro Tour, die Kostüme kosten 6 Euro und die normalen Premium-Kostüme kosten 4 Euro. Und das ist halt für einen Skin. Jetzt schweifen wir bei einem Spiel, das schon so lange auf dem Markt ist, frech. Da bin ich mal, wie es bei Injustice wird. Da bin ich auch gespannt. Und das ist ein richtiges Ausrüstungssystem. Naja, genau, ja, genau. Mhm. Ich würde jetzt gerne was fragen, aber das gehört nicht zum Thema. Ja, das ist scheißegal. Hast du den neuen Joker schon gesehen? Vom Injustice? Nee. Mhm. Sieht nicht gut aus. Es hat irgendwie was von so einem psychopathischen Emo. Echt? Haben sie es an der Jared Leto angepasst? So ein bisschen, ja. Okay. Aber noch mehr emo-haft. Oh. Naja, mal schauen wir mal. Ja, es ist halt einfach... Aber ich wüsste jetzt auch tatsächlich kein AAA-Spiel. Doch. Ah, Titanfall 2 war tatsächlich eins. Da war die Kampagne so 10 Stunden ungefähr. Aber die war gut. Die war sehr gut, weil halt 10 Stunden auf einem hohen Niveau hattest, ohne richtig Durchhänger. Das war wirklich so ein Beispiel, wo es tatsächlich mal wieder so war. Und ansonsten müsste ich mal... Gut, die For Honor-Kampagne, also der Singleplayer, war jetzt auch so nach 6-7 Stunden durch. War aber jetzt nicht so krass. Nö, aber das hast du halt relativ zügig durchspielen können. Was gab es noch? Und alles andere wird dann schon. Nioh braucht man ja auch so 15 bis 30 Stunden, glaube ich. Je nachdem, wie oft du auch stirbst und wie viele Sidequests du machst. Das wäre es mir nicht geglaubt. Ja. 24,5 Stunden habe ich gedacht. Resident Evil 7 brauchst du ja deutlich über 10 Stunden inzwischen. Ja. Dann, wobei ich da glaube, dass es wirklich gut gefüllt ist. Bei einem Horrorspiel. Das kann ich nicht grindlastig gestalten. Nee, klar, aber es ist halt trotzdem so. Die Battlefield 1 Kampagne war wohl recht kurz, aber die habe ich gar nicht gespielt. Großartig. Ich auch nicht. Weil. Da bin ich echt auf Battlefront gespannt, 2. Ja. Was diesmal daraus machen. Ja. Das könnte für mich auch wieder ein richtiger Zeitfresser werden, weil es ist Star Wars. Nee, es ist schon Star Wars. Scheiße ist. Nee, also komm, es ist DICE und es ist Star Wars. Nur für Dumme macht ihr jetzt einen Strich, wenn ich einen Star Wars Titel für 60 Euro erkauft. Genau. Ja. Mit dem schwarzen Laserschwertstock. Schwertstock, genau.
Ja. Oh, Doom. Doom war, obwohl Doom ging ich auch gespielt. Den war glaube auch 15 Stunden oder so, die Kampagne. Bei dem Ego-Shooter will ich das gar nicht so lang. Ja. Also ich muss auch sagen, viel länger hätte es für mich nicht sein dürfen. Aber so für die Zeit war es halt witzig, da war es cool. Aber es ist halt wirklich so, also bei vielen Spielen denke ich mir so, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn da das Ganze ein bisschen weniger gestreckt worden wäre. Ja, ich finde zum Beispiel Final Fantasy war viel zu lang für das, was es konnte, sage ich mal. Die Story war so, meh. Bei welchem? Beim letzten. Echt? Also, wenn ich mich da an unseren Chat erinnere, da klang das noch ganz anders. Ja, die Story war... Boah, ey, voll krass und ey, voll der Twist und ja, voll gut. Aber es war halt so, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht, eher durchschnittlich. Bisschen mehr wie durchschnittlich, weil durchschnittlich ist schlecht. Ja. Mittlerweile. Mittlerweile schon, ja. Ich bin aufs neue Call of Duty gespannt, wie da die Story wird diesmal. Mit dir dürfen wir nicht drüber reden, weiß ich schon. Ja, ey, weißt du... Aber ich finde es ja zu gut, weil die Leute beschweren sich, nee, zu viel Jetpack, oder? Jetzt kommt World War 2, oh, jetzt macht der Battlefield nach. Ich habe mich, nicht über die Jetpacks beschwert, ich fand die cool. Und, wollt ihr, was? Was wollt ihr denn überhaupt? Die Fans wissen doch gar nicht mehr, was sie wollen, so langsam. Ja, natürlich. Aber es gibt ja auch diese geheimen Nazi-Verschwörungen, dass sie auch Jetpacks haben. Die Hoffnung ist noch da. Ach so, so wie bei Wolfenstein. Genau. Ja, okay. Bei Wolfenstein ist ja das Universum, finde ich, schon stark irgendwie. Das habe ich übrigens auch nicht durchgespielt. Nicht? Ja, weil ich an einer Stelle relativ am Schluss hänge. Da gehst du irgendwie in, ich weiß nicht, in so einen Turm rein oder so. Und da sind so viele Gegner, die töten mich immer. U-Boot gibt es eins. Weiß ich nicht mehr genau. Wenn es ein Turm war, habe ich noch nicht so weit gewesen. Echt? Okay, dann war ich doch am Anfang. Nee, die Hälfte. Okay. Ja, auf jeden Fall schaffe ich es nicht und das hat mich dann frustriert. Was halt ein Spiel schaffen muss, dass es lang sein darf. Geile Charaktere. Es muss einfach alles stimmen. Du dich musst halt mitnehmen können. Du musst in der Lore versinken können. Du musst eine Beziehung zum Charakter aufbauen können. Und wenn das zum Beispiel, wenn das schon nichtssagender Mensch ist für dich, dann kann das nichts werden. Ja. Bin ich jetzt auch wieder auf Alex gespannt. Wir haben es heute Morgen drüber gehabt von Blue Byte? Nein, Piranha Byte. Nee, Piranha Byte, nee. Wie heißen sie? Piranha Byte. Wie das so wird, das sei ja... Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, im Dezember, im Januar, wo wir über die Spiele 2017 reden, da habe ich gesagt, Gott, sieht das schlecht aus. Ja. Aber der 3 Monate, jetzt sieht es echt schön aus, das Spiel. Ja, aber was mir halt da bei den Spielen immer nicht gefällt, ist, oh, ich habe mein Gedächtnis verloren. So fängt jedes Spiel von denen an. Diesmal nicht an. Ach komm. Diesmal stürzt irgendwie ab und... Hast dein Gedächtnis verloren. So ein Abtrünniger oder so. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Und was mir da nie gefallen hat, ist dieses mega träge Gefühl beim Kämpfen. Das irgendwie hat ja, ein bisschen actionhaft. Ja. Da hätten sie so, weißt du, wenn ich mir dagegen das taktische Kämpfen so bei Dark Souls zum Beispiel angucke oder so, das ist ja auch träge ist oder sowas. Und Witcher fand ich das Kampfsystem tatsächlich auch nicht so toll. Beim neuen Witcher? Ja, das habe ich ja nicht gespielt, Dreier. Mann! Ja. For Honor hat ein gutes Kampfsystem, ja, habe ich schon mal erwähnt. Du könntest mit vorne aber keine 30 Stunden füllen. Hallo, ich spiele das jetzt bestimmt schon ja, 100. Ja, aber ich meine Singleplayer. Ach so. Oh, wenn es gut inszeniert wäre. Und das kannst du echt geil inszenieren, wenn man mal ehrlich ist. Ja, da haben sie echt ein bisschen was liegen lassen. Also es gab so ein, zwei Sachen da mit dem Elefanten, das war ganz cool. Und das mit dem auf den Pferden, die Verfolgungsjagd und so. Aber so Ideen haben sie halt ein bisschen wenig reingebracht in die Singleplayer-Kampagne. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, Multiplayer-mäßig. Ja. Da fällt den Entwicklern aber auch nicht mehr so viel ein. Also ich fand es diesen Fraktionskrieg bei vorne voll für den Arsch. Ja. Wenn man mal ehrlich ist. Ich hab so viel zum Thema, oh, es wird alles Auswirkungen haben, wer die Fraktionskrieg... Am Arsch. Nichts.
Also angeblich waren ja dann andere Flaggen in den Ding, aber das wäre mir, ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, das war so. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber man hätte irgendwie, wow, jetzt bekommst du zwei Sachen, die du dir aber nicht kaufen können, glaube ich. Ja. Das ist nee, die waren jetzt exklusiv. Ich meine den Helmschmuck. Ja, der war exklusiv. Ja? Ja, den gibt es nicht im Store. Ein Riesendödel dann drauf, weil du der coolste warst. Es kommt drauf an, was für ein Kämpfer du wärst. Also du hast ja für jeden Kämpfer dann einen exklusiven Helmschmuck jetzt bekommen. Und halt, ich glaube, 6 so Kisten oder so. Wahrscheinlich eh der erste und letzte Fraktionskrieg, der komplett fertig geführt wird. Weiß ich nicht. Ich bin ja gespannt bei Season 2. Es sind ja jetzt schon 2 neue Kämpfer angekündigt. Ninja. Ninja und ein Centurio. Aber Ninjas haben doch, sind es nicht chinesisch? Nee, sind Japaner. Sind auch Japaner? Ja. Aber ein Centurio hat nichts mit Rittern zu tun. Null. Nö, das ist ein Römer. 0,0. Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also, was ich mir ja noch wünschen würde, wäre so ein Highlander oder sowas im Schottenrock. Für wen? Ja, als Mischfraktion. Der ist dann, halt dann den Wikingern dabei. Ja, nee, ich glaube, dass das einfach eine Söldnerfraktion wird noch oder sowas. Weil ich weiß nicht, wie sie das einbinden wollen. Du könntest da komplett draus machen, irgendwie was. Ja. Ne? Also dann Centurio und Ninja, dann vielleicht so ein Highlander im Schottenrock, wie gesagt. Ja. Und dann noch irgendwas Chinesisches, könnte ich mir gut vorstellen. Hm. Oder was könnte man da noch? Nur was? Was noch cool machen könnte, ist bestimmt irgendwas mit einer Peitsche oder sowas. Peitsche? Gott, das will ich noch nicht. Und der Ninja hat doch irgendwie so ein Ding an der Kette, ah, okay, glaube ich, oder so. Weil so ein Sklaventreiber oder sowas könnte ich ja noch machen irgendwie. Ein Sklaventreiber, genau. Ja, jetzt habe ich aber vor lauter For Honor wieder den Faden verloren. Ja, genau, Fraktionskrieg. Also ja, ich muss dir recht geben, so diese Metagames, mit denen sie versuchen, dich bei der Stange zu halten, die sind halt, ja, da könnten wir eigentlich viel coolere Sachen machen. Gerade zum Beispiel, also ich kann mich noch daran erinnern, als, ich glaube, die Ritter tatsächlich das Hauptquartier von den Samurai erobert hatten in dem Fraktionskrieg und es ist halt einfach nichts passiert. Richtig. Das war ein Riesenskandal. Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob sie draus lernen, Ubisoft. Aber wir kennen Ubisoft. Genau. Und das ist halt aber auch, zum Beispiel bei Battlefield 1, da ging es uns ja beiden so, da war einfach, klar, das Spiel an sich macht Spaß und alles. Man hatte keinen Progress. Aber genau, du hattest halt irgendwie nichts wirklich Interessantes zum Freischalten. Richtig. Und auch wenn es natürlich die billigste Masche ist, die die Entwickler fahren können, um dich bei der Stange zu halten, aber es funktioniert halt. Also ich habe halt gemerkt, bei Titanfall 2 zum Beispiel, oh cool, jetzt habe ich eine neue Farbe und oh, jetzt habe ich ein neues Bla und irgendwie motiviert es dich doch. Ja? Das beste Beispiel ist eigentlich Call of Duty. Ja. Du hast einmal durch Multiplayer sozusagen und musst wieder von vorne anfangen, dass du ein Prestige bekommst. Ja. Ja, da spielst du ja auch nur Tarnung und alles frei. Ja. Und das hat mir, es ist stumpf, aber es hat mir gefehlt bei Battlefield irgendwie. Ja. Was weiß ich, dass du denn, die hätten einfach, sagen wir mal, noch 2 Monate warten sollen, irgendwie Charakterindividualisierung reinbauen. Genau. Das so, du kriegst eine Gasmaske, du kriegst eine Pickelhaube, du kriegst alles mögliche. Schnurrbart. Genau, einen französischen Schnurrbart. Weil das ist sowieso Bart, was. Mein Bart. Battlefield 1 sieht ja unglaublich gut aus, muss man ja wirklich sagen. Aber jeder Kacksoldat, den ich erschieße, sieht halt gleich aus. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Nimmt die Immersion weg, ja. Ne? Und deswegen hätte ich es halt cool gefunden, wenn halt dann wirklich, so wie bei For Honor, da hast du eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, aber du triffst trotzdem selten einen, der genau die gleiche Ausrüstung mit genau den gleichen Symbolen und bla 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 hat. Und sowas motiviert, finde ich, trotzdem auch. Wenn also, ach cool, und jetzt habe ich jetzt noch den Helmschmuck. Und ja, den krassen Bart. Ja, genau. Und solche Sachen, das finde ich, das, wie gesagt, auch wenn es billig ist, aber es motiviert. Und zwar nicht in einem Store, wo ich mir es dann für Echtgeld kaufen muss, sondern wo ich mir es halt erspielen kann.
ich finde sogar Freispielen besser, wie die kaufen können. Ja. Das stimmt, ja. Wo es heißt, hey, du bekommst den krassen legendären Triple-Schnurrbart, nur wenn du 5 Headshots hintereinander machst oder sowas. Oh, dann würde ich ihn nie kriegen. Ich meine ja nur. Aber weißt du, dann das motiviert die Spieler auch so, Alter, ich mache jetzt 5 Headshots hintereinander. Ja. Und sowas hat mir bei Battlefield 1 gefehlt, komplett. Ja. Wobei auf der anderen Seite natürlich immer, man sieht es ja jetzt zum Beispiel an den Missionen, die es bei For Honor gibt oder auch bei Battlefront gab es ja solche Missionen, wo du dann Zusatzerfahrungspunkte kriegen konntest und so. Damit versuchen sie dich natürlich so ein bisschen zu lenken in den Spielmodus, der halt nicht so gut besucht wird oder auch mal eine Waffe zu benutzen, die selten benutzt wird und so. Und, aber trotz allem finde ich das ganz cool, weil es ein bisschen mehr Varianz ins Spiel bringt, sowas. Weil letztendlich hast du sonst, das ist die beste Waffe und dann rennt halt jeder mit dem Ding rum und solche Sachen. Und deswegen finde ich solche Systeme zwar so billig und durchschaubar, wie sie sind, aber sie funktionieren irgendwie. Ja, klar. Ja, und wenn ich halt trotzdem keinen Bock habe auf die Waffe, dann spiele ich halt einen Scheiß auf die Mission, ja. Aber du kannst halt, wenn du willst, ne? Ja, aber ich glaube, Singleplayer-mäßig gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Ja, also wie gesagt, wie ist ein Mass Effect Andromeda, was die Sidequests angeht? Es gibt Nebenaufgaben, es gibt, wie nennt sich's, die Hauptaufgabe halt. Nebenaufgaben und wie heißt es denn? Sammel Quests. Nein, nein. Nochmal so andere Aufgaben halt. Okay. Und die Nebenaufgaben, das sind so die sammel 5 davon, sammel 6 davon, bring die 10 um oder so. Mhm. Und dann gibt es halt noch diese Nebenaufgaben, wo immer eine Story dahinter steht. Okay. Zum Beispiel muss ich Protestanten, alles klar. Eine protestierende Meute oder so irgendwie beseitigen oder sowas. Mhm. Sowas ist dann okay, aber das andere habe ich wirklich nie angefasst. Mhm. Nicht einmal. Weil das dann auch so ähnlich ist wie bei... Komplett stumpf. Ja, also wie bei Dragon Age Inquisition. Ja. Nur, dass es nicht machen muss diesmal. Richtig. Okay. Hm. Ja, da schwankt es bei mir dann immer noch, ob ich mir es kaufen soll oder nicht. Brauchst du nicht kaufen. Ja, das ist aber eigentlich, es ist ja eigentlich Mass Effect und 1 bis 3 gehört ja für mich zum Besten, was ich gespielt habe. Deswegen tut es mir so weh, dass ich das jetzt nicht gekauft habe bisher. Naja. Ich glaube, das werden wir uns auch noch nicht durch. Der spielt ja immer alles querbeet. Das könnte ich, also ich habe es gemerkt, ich habe Nier Automata gespielt, bin dann zu Dark Souls 3 wieder gesprungen und keine Chance gehabt natürlich, ja, weil völlig Knoten in den Fingern so, weil so das Muscle Memory erstmal wieder aktiviert werden musste und dann spielst du wieder vorne und da ist es wieder anders und also ich kann nicht mehr so kreuz und quer spielen. Oh, das fand ich so komisch, wo ich immer zwischen Zelda und Horizon geschwankt habe. Ja, weil Zelda bestätigen auf dem rechten Knopf und bei allem auf der PlayStation und bestätigen auf dem unten. Alter, das schickt mich auch jedes Mal wieder. Ne? Warum Nintendo macht ihr es nicht auch auf dem unteren Knopf, Mensch? Das wird so viel Verwirrung ersparen. So, hä, wieso gehe ich jetzt zurück? Ach, scheiße, ich spiele jetzt auf das Video. Oder wir machen es so, wie das Sven sagt. Warum macht ihr nicht einfach PlayStation 4 Spiele, Nintendo? Nein, die Switch ist cool. Das war nichts. Ja. Also ich muss sagen, ja, es fehlt ein bisschen Spielfutter. Aber die Switch ist trotzdem cool. Ich mag das Teil. Oh nein, das Binding of Isaac kommt ja auch noch für die Switch raus. Oh Gott, da werde ich bestimmt wieder 100 Stunden drin verbringen. Ja. Hm. Tja. Wollen wir jetzt also Spiele, die lang sind, oder wollen wir Spiele, die kurz sind? Ich will Spiele, die gut inszeniert sind. Aha. Und was ist mit Spielen, die einfach gute Spielmechanik haben? Das reicht mir nicht. Ja, stimmt, du hast auch nie ein Dark Souls gespielt, ne? Wobei ich Nioh eigentlich echt abgefeilt habe, aber da hat mich das Setting eher mehr gereizt, weil ich das Japanische eher mal. Was ja witzig ist, weil Dark Souls ja eigentlich auch von dem japanischen Entwickler ist. Aber null Japan in sich trägt. Ja, so ein bisschen.
Okay. Ja. Tja, aber ich glaube, wir schweifen jetzt immer mehr ab, weil zum eigentlichen Thema haben wir nicht mehr wirklich viel zu sagen. Muss ja nicht immer 3 Stunden lang sein. Genau. Ich hoffe, wir haben es nicht zu oft wiederholt jetzt. Ich glaube schon. Ja. Tja, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, festhalten, dass es diesen Trend auf jeden Fall gibt und nur die wenigsten Entwickler aber mit dem Trend tatsächlich richtig umgehen können. Genau. Ne? Also wir haben gesagt, Rockstar schaffen es ganz gut, ihre Open World zu füllen. Zelda hat es ganz gut geschafft, mit diesem Ansatz zu fahren, mach was du willst und spiel durch, wenn du keinen Bock mehr hast. Project Red. Genau, CD Projekt Red hat natürlich, was Inszenierungen von Nebenquests angeht, so gerade die Speerspitze. Dann haben wir solche eigentlich Nischentitel, die jetzt aber irgendwie trotzdem großen Erfolg haben, wie Nier Automata, die das Ganze halt wieder ein bisschen klassischer angegangen sind, was sowas angeht. Und dann hast du halt so Sachen wie Mass Effect Andromeda, das leider momentan so ein bisschen das Negativbeispiel ist, unter den AAA-Titeln, obwohl es ja immer noch kein schlechtes Spiel sein soll, aber halt im direkten Vergleich mit den direkten Konkurrenten so ein bisschen abstinkt dieses Mal. Ich komme nachher darauf klar, wie viel Augen ausmachen kann bei dem Spiel. Bei dem Patch meinst du jetzt? Unglaublich, das Spiel sieht wie ein neues Spiel aus, nachdem die Augen endlich vernünftig waren. Ja. Das waren zum Teil wirklich Klubschaugen, was die da gehabt haben. Vielleicht waren es Aliens? Oder einfach Hybriden. Anime-Charaktere? Ja, genau. Ja. Aber egal. Genau, das da dazu. Und dann eben nochmal zusammenfassend, ja, die Multiplayer-Titel kannibalisieren sich ja gegenseitig. Ja, klar. Weil du hast oftmals eben dann die Spieler, die halt nur eins von den Spielen spielen und deshalb, bis der Nachfolger kommt oder selbst darüber hinaus, und letztendlich kranken durch dieses Ganze eigentlich die meisten bei den Multiplayer-Spielen unter extremem Spielerschwund. Weil jeder hat halt dann so, probiert so mal ein bisschen aus und dann hat er aber das eine, an dem er hängen bleibt. Gut, aber man muss sagen, die Spieler, die eigentlich nur das eine spielen, die spielen auch nur das eine. Also ich, meistens sind es auch Leute, die wollen gar nichts anderes spielen. Ich kenne zum Beispiel 2 Leute, die spielen nur FIFA. Und die würdest du nie dazu kriegen, ein Call of Duty zu spielen oder ein Battlefield zu spielen und schon gar nicht ein Horizon Zero Dawn oder ein Skyrim oder so. Und die spielen nur FIFA. Und das habe ich noch nie verstanden, weil irgendwann, das ist das beste Spiel aller Zeiten und irgendwann wird selbst das mir langweilig. WoW? Habe ich nie gespielt. WoW ist auch scheiße. Ja. Hallo Belinda. Sven ist heute nicht da, dann übernimmt es halt dein Freund. Genau, und deswegen würde es mich interessieren, wie seht ihr das? Findet ihr es gut, dass die Spiele so lang sind? Wünscht ihr euch vielleicht auch mal wieder einen kürzeren AAA-Titel? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich weiß, das macht ihr sowieso nie, aber vielleicht macht es ja doch mal. Seht ihr das vielleicht komplett anders als wir? Haben wir einen wichtigen Aspekt vielleicht vergessen? Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Macht's gut. Bis dann.